Hallo meine Lieben, jetzt sind doch nun 2 Tage vergangen. Am ersten Tag ging's noch, da habe ich meine Videopause genossen, aber dann, am zweiten Tag musste ich mich zusammenreißen, um nichts zu filmen, nichts aufzunehmen, nichts zu tun. Es ist schon einfach, eine Pause mit Rauchen zu machen. Ich habe schon jetzt seit vorgestern keine Zigarette mehr geraucht. Ja, es ist grenzwertig, aber es geht viel einfacher, als keine Videos zu machen. Ich meine, auch wenn ich mich selbst nicht filme, irgendwas filme ich auf jeden Fall. Aber jetzt 2 Tage lang nichts. Ja. Auf jeden Fall, warum mache ich dieses Video hier? Ich habe jetzt eine Reihe von Entscheidungen getroffen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe auch einen Kopf voller Ideen, aber ich muss mich jetzt, was die Aufnahmeorte angeht, etwas einschränken. Denn um weiterzukommen, muss ich ein gewisses Gebiet meiden. Ich möchte das Gebiet nicht beim Namen nennen. Aber jeder, der mich kennt, der weiß, was ich damit meine. Ich benenne es einfach mal Endtown, ja? Und diesen Ort möchte ich, soweit es geht, einen Monat lang meiden. Denn, um es mal zu erklären, also nicht nur ich alleine, sondern auch viele andere, die dort hängen geblieben sind in diesem Ort, bezeichnen es als das schwarze Loch. Und was ich damit meine, ist, wenn du einmal dort in das schwarze Loch gekommen bist, kommst du nie wieder weg. Und was liegt näher, als dieses schwarze Loch zu meiden? Ja, also sagen wir mal, das ist das schwarze Loch. Und das drumherum ist das Ereignishorizont, ja. Sag mal, 4 Kilometer um das Ortszentrum drumherum. Also ich kann es ja vielleicht besser darstellen. Also hier Ortsmitte, hier 4 Kilometer Radius drumherum, Ereignishorizont. Hier zum Beispiel liegt Rostov, wo ich mich befinde, ja. Und hier ist das Ortszentrum. Und ich versuche nun jetzt bis Ende des nächsten Monats, also bis Ende Februar, dieses Zentrum zu meiden. Um was ich damit bezwecke und was ich hoffe, dass es bewirkt, ist endlich wieder wegzukommen, ja, von Endtown. Und nur wenn ich mit dem Zug weiterfahre oder mit dem Bus, werde ich Endtown betreten. Ansonsten möchte ich dies möglichst vermeiden. Ich habe zwar noch am Dienstag einen Termin, aber ich versuche auch jetzt schon das Zentrum vom Schwarzen Loch zu meiden. Ja. Und darum geht es jetzt in der nächsten Zeit. Möglichst den Rand des schwarzen Lochs, also das Ereignishorizont nicht überschreiten und nach Möglichkeit drumherum und noch weiter wegzugehen, aber nicht das Zentrum zu betreten. Ich hatte eigentlich vor, einige Aufnahmen noch im Zentrum des schwarzen Lochs zu drehen, aber bis auf einige wenige, wo ich noch überlegen muss, es ist zum Beispiel eine alte Psychiatrie. Das Gebäude war vielleicht interessant für Aufnahmen, auch urbex-technisch. Ja, ich muss noch überlegen, ob ich überhaupt noch dazu bereit bin, das Zentrum des Schwarzen Lochs zu betreten. Was ich aber vielmehr glaube, ist, dass ich vielmehr außerhalb mich bewegen werde. Jo, das soll es für das Video gewesen sein. Wir wollen nicht, dass es zu lang wird. Ich werde mir noch was Spezielles dafür ausdenken. In diesem Sinne,
Macht's gut.